Lassi, heute bin ich als Patient hier und möchte mich auch gerne informieren wegen dem Coronavirus. D'accordo. Es gibt viele Ängste, viele Besorgnisse, viele Informationen in den Medien, die korrekt sind oder nicht korrekt sind. Die Leute wissen leider nicht mehr, wo sie dran sind, und es wäre vielleicht ganz gut, ein bisschen Informationen über Emporia Brava zu geben. Okay. Ja, was denken Sie darüber, dass in Deutschland so, dass unsere Politiker vor Spanien warnen? Ja, also ganz verstehen kann ich es nicht, denn hier fühlt man sich fast sicherer als in Deutschland. Die Maskenpflicht beeinträchtigt einen eigentlich nicht, und ich fühle mich schon sicher hier. Und wenn man essen gehen möchte, ist überall mit Maske, und es ist kein Problem. Ich bin Nathalie von Emporia Brava News und wollte Sie mal gerne fragen über die Geschehnisse und Ereignisse mit dem Covid, was Sie da gehört haben oder ob Sie sich hier sicher fühlen, wie Ihr Eindruck hier von Emporia Brava ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite in Köln, komme aus Bonn, und manchmal, wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, kann, was ich auch beruflich machen muss, fühle ich mich unsicherer als hier am Pool. Also die Auflagen hier, die sind relativ hoch. Man achtet sehr auf Abstand, auf Desinfektion. In jedem Laden, in den man reingeht, Desinfektionsmittel an jede Möglichkeit. Laufen Leute über den Strand, die darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden, wenn man hier sich breit macht. Von daher fühle ich mich total sicher. Jetzt haben wir ja gehört von einem Touristen, der gerne Emporia Brava besucht, schon seit vielen, vielen Jahren, und weiß auch, wie es hier ist. Und er fühlt sich halt sicher, und ich hoffe, das ist auch so rübergekommen, dass also nicht so alles, was in den Medien gesagt wird oder gezeigt wird, auch das alles so ist. Ich danke euch, liebe Grüße und sonnige Grüße von mir aus Emporia Brava. Eure Nathalie von Emporia Brava News. Tschüss!